Wir haben darüber sehr oft in der Familie gesprochen und meine Eltern haben uns immer unterstützt. Wir wurden immer älter und dann kam die Zeit, wo die Geschwister auch schon mal geheiratet haben und das hat auch nicht lange gedauert, als ich auch schon mal verheiratet war. Und da kann ich da auch offen sagen, dass meine Frau wollte nicht ausreisen und der Mann von meiner Schwester, der Schwager, wollte auch nicht. Und die haben bestimmt irgendwelche Gründe, so mehr wahrzunehmen oder die haben mehr wahrgenommen, die sowjetische Politik als die Realität, das kann sie auch jetzt bestimmt unterstreichen. Aber wenn das so viel Negatives darüber gesprochen wird und man hat keine Information aus Deutschland, man weiß ja nicht, was hier abläuft, wie die Leute leben, dann ist natürlich auch bei denen Angst, die hochkommt. Dann auch noch Gedanken, dass ein Teil hier bleibt, ich meine es in Russland, und ein Teil fährt nach Deutschland. Und wenn das jetzt Krieg auf einmal ist, Geschwister werden gegenseitig sich da umbringen. In jedem Fall, meine Frau wollte nicht und meine Mutter wollte nicht Kinder zurücklassen. Und die Diskussion ging hin und her und dann hat mein mittlerer Bruder, der Viktor, sich entschlossen, auch geheim nach Moskau zu fahren und demonstrieren. Das war ja da nicht einfach ausreisen mit Zettel ausgefüllt und vorwärts, ging nicht. Die haben ja schon selbst, weil die erwachsen genug waren, Anträge gestellt, der älteste und der mittlere Bruder. Und jedes Mal haben sie Absage bekommen. Jedes Mal Absage, Absage und Absage. Und ich glaube, war das erste Mal war das 84, wo er auf den Roten Platz gefahren ist mit sechs Kumpels. Die haben sich so abgesprochen, dass die von unterschiedlichen Ecken kommen. Und trotzdem war die Demonstration ziemlich kurz. Das nannte, dass es weniger als eine Minute gedauert hat, mehr wahrscheinlich so ungefähr 30 Sekunden, wo die Plakaten da jetzt unter dem Mantel, den Mantel aufgemacht haben und die Plakate gezeigt haben. Und da sagte, ich höre dann die quietschenden Reifen von dieser Polizei, die rollten den zusammen, schmeißen den ins Auto und die haben sich mit den sechs Kumpel in paar Minuten in Gefängnis getroffen, waren alle dort. Und das zweite Mal war das Gleiche. Die haben da ein bisschen andere Strategie verwendet, aber trotzdem war nichts, ich meine es von längere Zeit zu demonstrieren. Und das dritte Mal haben sie, glaube ich, beim Puschkinplatz auch demonstriert, auch so ein bekannter Platz, wo auch viele Ausländer da sind. Einziges, was die schon mal gemacht haben, die haben versucht, die Presse, die westliche Presse zu informieren, die Journalisten zu informieren. Dann und dann in der Zeit und auf dem Platz. Und das hat auch geklappt und die Wirkung war ja da, dass die BBC und Deutsche Welle haben da ab und zu berichtet. Der hat mir auch gesagt, dass die meistens diese Informationen oder die Standpunkte, wo sie sich treffen, über englische Botschaft weitergegeben haben, dass man da jetzt nicht direkt in die Bo deutsche Botschaft die Information gibt. Ja, und einmal haben sie dann zurückgewiesen, da waren nicht im Gefängnis, aber so unter Polizeieskorte nach Kaukasus gebracht, das zweite Mal und drittes Mal haben sie gesagt, so jetzt entweder fährst du wirklich nach Deutschland oder landest du irgendwo in Sibirien. Und da musste meine Mutter sich entscheiden. Und
wir zwei sind geblieben und die sind im Mai 87 nach Deutschland gefahren. Aber wegen dem, dass es danach auch einfacher und leichter war, ist es uns gelungen, in einem halben Jahr nach Deutschland zu kommen. Und meine Frau hat gesagt, so jetzt ein Jahr werde ich doch gucken, mich umgucken und dann, es tut mir leid, dann fahre ich zurück, wenn das jetzt irgendwas nicht so ist, wie ich das mir vorstelle. Naja, das sind wir jetzt 25 Jahre hier.